Spezial. Ja, es ist wieder Zeit, wieder mal in Aktion zu gehen. Denn es ist was Neues gekommen. Und zwar Würze aus dem Westen. Jemand ist aus Simeru über 1000 Meilen nach Liyue gereist, um eine gewisse Forschung anzustellen. Sie hat eine stattliche Belohnung für diejenigen ausgesetzt, der ihr bei ihrer Forschung hilft. Okay, dann gehen wir zum Auftrag. Ein Gast aus dem Westen. Okay. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn or a bubble rising through water. Transitory. So, wir müssen hier nach Leroy gehen. Bloß gut, dass wir Teleportationspunkte haben. Oh, das ist ja am Eingang. Also das ist ja fast am Eingang. Gehen wir mal hin. Nicht wundern, warum ich ein bisschen sprechen komisch bin, weil ich habe ein bisschen Kratzen im Hals. Aber ich kann trotzdem sehr gut sprechen. So, wollen wir mal schauen. Es ladet und ladet und ladet. Dieses Event hat schon seit am Wochenende angefangen. Bloß gut, dass ich schon am Anfang bin. Let's go! Da drüben hat jemand was Unberührtes zu sagen. Es ist Zeit für meine Hilfe. Gehen wir darüber. Nazafarin. Na dann, sprechen wir ihn mal. Hallo zusammen! Stimmt etwas nicht? Oh, niedere Herren. Kusanali. Ich habe tatsächlich ein Unglück erlebt. Gesegnet seist Kusanali. Seid ihr zwei die großen Helden, die gekommen sind, um die arme Nazafarin zu retten? Ah, so nennt man das also. Wie war das gleich? Eine Decke an einem kalten Tag? Ein Geschenk aus Holzkohle im Regen? Das sind Dinge, die Leute aus dem Meer sagen, oder was? Ich vermute, dass Dinge sind, die nur sie sagt. Ja, das stimmt. Und das ist ein Geschenk von Holzkohle im Schnee. Ja, richtig. Du bist in der Tat ein Geschenk aus Holzkohle inmitten des Schnees. Nun, du heißt also Nazafarin, richtig? Nun, Nazafarin, was können wir tun, um dir zu helfen? Ah, was bist du doch für ein kluger Kopf? Und das auch noch auf den Punkt. In Wahrheit stehe ich, Nazafarin, vor der größten Krise meines Lebens, ihr großen Helden. Recht. Danke. Und das ist Dendro. Ja, ich bin Dendro. Zu deinem Diensten. Und was für eine Freude, euch beide kennenzulernen. Ich bin Nazafarin. Schon gut. Du hast deinen Namen schon mal erwähnt. In welchen Schwierigkeiten steckst du eigentlich? Also, das ist passiert. Ich habe eine sehr ehrgeizige Freundin namens Parvane. Sie erzählte mir einmal, dass sie ein Gewürz herstellen würde, das alle Menschen glücklich machen würde. Hä? Was soll ein Gewürz das machen? Nazafarin ist sich auch nicht sicher. Trotzdem sagt Parvena, dass dieses Gewürz jedes Gerücht besonders lecker macht. Ich bin mir sicher, dass das Glück durch besonders leckere Essen gefunden werden kann. Oh, so würde das also funktionieren. Paimon ist leicht zu überzeugen.
Sie ist nach Übersee gereist, nur um etwas Gewürz herzustellen. Sie reist und forscht, arbeitet fleißig wie eine Biene. Und ich, ihre beste Freundin, konnte von Sumeru aus nur wenig für sie tun. Was für eine betrübte Reise. Also beschloss ich, dass ich hier irgendwie helfen muss. Ich habe mir aufgrund der Gespräche, die wir vorher geführt hatten, einige Gedanken gemacht und wusste endlich, was ich tun konnte. Ah, eine betrübte Reise? Ist hier wahrscheinlich falsch verwendet? Ah, genau, danke. Die Aphorismen von Leroy sind wirklich schwer zu gebrauchen. Ich muss sie mehr studieren. Komm schon, lass uns zum Thema zurückkehren. Woran hast du gedacht? Ah ja, hatte ich eine Idee. Im Grunde genommen Gedankengang folgen und mir einige Gewürzrezepte ausdenken, bevor ich sie zu Gerichten hinzufüge und die Leute frage, was sie davon halten. Ich will Pavanel dabei helfen, eine Marktstudie durchzuführen und ihr die Daten zum Schicken, da wir daraus gewinnen. Weil, wie du weißt, sind praktische Studien ein sehr wichtiger Aspekt für die Forschungstätigkeiten. Mehr kann ich für meine selbstbeschäftigte Freundin nicht tun. Ich glaube zwar nicht, dass die Gewürzrezepte, die mir ausgedacht haben, unbedingt das sind, wonach sie sucht. Aber ich glaube, dass die Meinung, die Leute zu den Gewürzen Pavane helfen werden, die Gewürz ihre Träume zu kreieren. Deshalb bin ich nach Lyra geraten gekommen, dass für die Esskultur berühmt ist. Es heißt, dass die Menschen hier die Essen wirklich lieben. Ich bin mir sicher, dass sie mir genau die Inspiration geben werden, die ich brauche. Hast du schon überlegt, welche Gewürze du verwenden willst? Oder sollen wir dir auch dabei helfen? Nein. Gesegnet Kusanali im Himmel. Macht euch keine Sorgen. Überlasst die Gründen über das Rezept mir, die aus Sumeru. Wir sind sehr gut darin, unser Essen zu würzen. In der Tat habe ich mir die Zeit, in der wir uns unterhalten haben, schon etwas einfallen lassen. Also ja, vielen Dank. Ihr seid wirklich die großen Retter. Der Name Nazafarin, ja, wirklich. Sicher? Gern geschehen. Wofür brauchst du eigentlich unsere Hilfe? In Wahrheit bin ich Nazafarin, zwar an den Gewürz gedacht, aber ich kenne hier Leroy niemanden. Ich bin keine professionelle Abenteurerin, die ihre eigenen Zutaten sammeln kann. Es ist schwierig, ja, so schwierig, wie es für ein Neuling wäre, den Hauptquartier des Goldbrigade allein zu betreten. Was ist die Goldbrigade? Sie ist eine Organisation für Auftragskrieger in Sumeru. Sie sind wahre Glücksritter, die für Geld alles tun werden. Einige von ihnen fügten sogar über bizarre, aber beeindruckende Kräfte. Mir schaudert es schon im Gedanken, Thema zurückkehren. Nun denn, Nazafarin möchte, dass die gute Paimon und Dendro dabei helfen, Zutaten für Rezepte zu sammeln und die Rezepte herzustellen. Dann fügen wir die Gerichte hinzu, stellen wir den Leuten vor, die du kennst, und zeichnen ihre Reaktion auf, damit du es später einsehen kannst. Ah, das ist also die Aufgabe. Oh, Paimon hat es verstanden. Komm schon, du hattest schon einfach zu sagen. Das hättest du einfach sagen können. Also gut, wir halten die Rücken frei. Wir kennen mehr Leute aus. Ach, Kusanali sei gepriesen.
Gesegnet sei ihr euer beiden guten Herzen. In der Zwischenzeit werde ich weiter an neue Rezepte denken und berichten, sobald ich sie fertiggestellt habe. Bitte nehmt diesen Topf, den ich extra von den Kunsthandwerker von Sumero anfertigen ließ. Ich bin sicher, dass die Gewürze, die wir erfinden, alle Glück bringen kann. Also alle Glück bringen werden. Jo, los geht's, Dentro. Preiman meldet sich übrigens freiwillig als Geschmackstester Nummer 1. Nun, das erklärt sicherlich deine Begeisterung. komm schon, lass es loslegen. Während der Aktion kannst du Würze aus freischaltenden Rezepten herstellen und sie dann in den leckeren Gerichten fügen und duftende Gerichte zu erhalten, wenn du eine Figur in der Kanne der Vergänglichkeit einlädst. Ein duftendes Gericht zu probieren, erhöhen sich die Freundschafts-EP der jeweiligen Figur, die je nach ihren Vorlieben unterschiedlich reagieren wird. Ah, okay. Okay, das ist natürlich krass. Sobald du mit der Herstellung der Würze begonnen hast, bewegt sich der Zeiger zwischen den Endpunkten auf den beiden Seiten hin und her. So folge dir Reihenfolge die Rezeptanweisungen oben und klicke auf den Button, wenn der Zeiger auf den entsprechenden Zutat zeigt, um sie in den Topf zu geben. Die Anzahl der Versuche unterhalb der Oberfläche wird um ein reduziert. Wenn der Zeiger der Endpunkte auf beiden Seiten erreicht oder wenn die falsche Zutat hinzufügt wird, wenn alle Zutaten hinzufügt werden, bevor die Anzahl der Versuche erschöpft ist, ist die Herstellung erfolgreich, andernfalls schlägt der Versuch fehl. Die Zutaten, die du für das Rezept brauchst, kannst du in der Wildnis finden, in Gemischtwarenläden, in der Bubu-Hütte oder andererweise kaufen. Ah, okay. Sobald du die Kanne der Vergänglichkeit freigeschaltet und den Auftrag geschwätzt, in der Kanne abgeschlossen hast, kannst du Figuren einladen, die Gerichte zu ausprobieren. Wenn eine Figur ein Gericht probiert, erhöhen sich ihre Freundschafts-EP und wird je von ihren Vorlieben unterschiedlich reagieren. Aha. Okay, das ist aber jetzt nicht das gleiche wie aus Mondstadt, die ich letztens benutzt habe, sondern es geht um Gewürze. Oh, ich krieg schon wieder glatt Hunger. Aha. Da braucht man dazu Pferdeschwanz, Minze und Pfeffer. Zusammenstoß von Wasser und Erde heißt es nämlich. Na dann zubereiten wir mal. Oh, es geht schon los. Okay, Herausforderungen bestanden. Ergebnisdetails. Aha, was ist das? Duftende Würze. Dieses Gewürz wird nach dem Rezept von Nazafarin hergestellt. Es ist eine würzige Aroma und unterstreicht den Geschmack jedes Gericht, den zugefügt wird. Mhm, da kriege ich glatt wieder Appetit dafür. So, Herausforderung nochmal neu starten. Hier, hier und hier. Wundervoll. So, die Nummer dritte. Und der dritte fertig. Bedienungen für die Belohnungen erfüllt. Nice. Sehr nice. So, der zweite, Duft der Kiefernzapfen. Das leichte, bittere Aroma der Lotus vermischt sich mit Frische der Minze und ergibt zusammen mit dem Geschmack der Kiefernzapfensamen einen intensiven Duft. Oh,
und da kriege ich glatt wieder Hunger. Aber wahrscheinlich erst den Kieferzapfen, dann den Lotus und dann die Minze. Erst Minze. Ah, okay, die Schwierigkeitsgraden wird immer schwieriger. Aber ich habe es gerade noch geschafft. Ah, das wird nicht ganz leicht. So, jetzt die dritte. Also 4 Zutaten braucht man. Und der dritte fertig. So, Würze verwenden. Aha. Oh, es gibt wieder neue Rezepte. Yippie. Was? Bambussuppe mit Fleischeinlage. Gebratene Garnelen. Oh. Oh. Entschuldigung. Oh, ich kriege Hunger. Dann noch gebratene Bandnudeln mit Fisch und vegetarische Seeohren. Oh mein Gott. Oh, und hier kriegt man wieder Haufen Belohnungen. Und jede Belohnung kriegt man 60 Urgesteine. Ah, wieder mal Zeit zum Sparen. Das ist natürlich super. So, tun wir weiter würzen. Weil ich möchte ja die Rezepte holen. Oh, das war gerade noch knapp. Das war gerade noch knapp. So, und jetzt das hier nochmal. Okay, jetzt können wir mal gucken hier. Würze verwenden. Ach so, Gasthaus Wangju zu kaufen. Inactivity serves no purpose. Na dann gehen wir mal dort zum Gasthaus Wangju. Aber jetzt haben sie wahrscheinlich jetzt neue Würze. Koch Mao, bist du hier, um die Kochkunst des Restaurant Wanmen zu probieren? Jeder beim Qinhu-Felsen weiß, wie gut Koch Mao kocht. Achso, Gasthaus Wanmen. Ah, verdammt. Wo war Gasthaus Wangju nochmal? Oh Mann! Wo war Gasthaus Wangju nochmal? Teestube? Nee, das ist es nicht. Ach, ich bin ein Idiot. Gasthaus Wangju ist hier. Oh Mann. Kaum weiß ich das, und da bin ich auf dem falschen Restaurant gegangen. Einfach in den falschen Restaurant gelandet. Aber wahrscheinlich mit den lächelnden Yan Xiao
Was? Wieso kommst du jetzt schon wieder in die Küche gestolpert? Tut mir leid. Macht nichts. Du hast mir schließlich einen Gefallen getan. Kann ich dir ja schlecht vorhalten, dass du in meine Küche kommst, nachdem du dich um diesen Geist gekümmert hast. Erzähl... Ach, ich dachte schon, wir holen wird was. Wie läuft's? Ist in letzter Zeit? Nicht übel. In der letzter Zeit passieren keine komischen Sachen mehr. Selbst wenn noch so etwas wäre, könnten wir einen Mystiker beauftragen. Die Chefin hat mir eine Bekannte, einen namens Zhongying, kennengelernt. Falls es wieder spukt, rufen wir ihn einfach. Es soll richtig gut beim Vertreiben von Geistern sein. Ah, okay. Da geht's um so eine Eisfigur, die von Geistern. Howdy. Please, straight on in. So, wahrscheinlich vergoldet. Hallo, schön, wie die Kunden vorbeikommen. Ich hätte gern etwas zu essen. Bitte bestellt, was ihr essen möchtet. Wir haben sowohl Gerichte aus Mondstadt, also auch aus Lyuri. Der Mandeltofu ist besonders zu empfehlen. Ah. Ah, und das sind die Rezepte. Ja, damit. Glasglöckchen. Die Seidenblume nehme ich auch mit. Matsu Take. Nehme ich auch mit. Ah. Also sind das die ganz normale Gerichte. Butter brauche ich auch auf jeden Fall mit. Wegen neue Gerichte irgendwann mal. Wenn eine neue Welt kommt. So, wollen wir mal schauen. So zubereiten. So, wo ist denn das? Boah, es sind ja ganz schön viele Gerichte. Ah, gebackene Garnelen. Sollen wir mal schauen. Okay, Noelle und Xinyan stellt die perfekten Zubereitungen von 12% den zweifachen. Okay, nehmen wir mal Xinyan. Und stellt Verteidigung her. Okay. Gebackene Garnelen. Oh, daraus kann ich noch etwas erinnern, weil ich nämlich an der Ostsee war und da habe ich nämlich gebackene Garnelen gegessen. Alter Schwede, das schmeckt so lecker. Oh, hier ist Bambussuppe mit Fleischeinlage. Sollen wir mal schauen? Oh, Zhongli! Du hältst mit etwas Glück besondere Gerichte. Oh, ja! Okay. Oh, der kann sich auch. Oh, diese Essen kann man sich regenerieren. Das ist natürlich super. Aber was ist nicht die besondere Gericht? Nein, es ist immer noch nicht. Nein, immer noch nicht. Nein, auch nicht. Immer noch nicht. Was ist denn los hier? Nein. Jetzt der letzte. Auch nicht. Schwierig. Aber da waren ja auch noch hier diese Seeohr. War das gebratenen Seeohr? Warte. Nein, das ist es nicht.
Akte. Oh, es gibt so viele Gerichte. Kann man sich übelst übersehen. Das Schwede, man kann man sich wirklich übersehen. Nee, Sakura Tempura, das ist aus Inazuma. Oh Mann, wo ist es denn? Es gibt so viele Gerichte. Es gibt so viele Gerichte. Also wenn ich ja jetzt nicht finde, dann mache ich es ein anderes Mal. Aber ich habe doch das Rezept doch freigeschaltet. Nein, das ist es nicht. Mann, oh Mann. Eieiei. Nee, dann suche ich was anders. Also suche ich einen anderen Mal. So. Man kann jetzt schon hier würzen. Warte mal auf Aktion. Würze anwenden. So, leckere gebratenen Garnelen. Kann man hier. Oh, leckere Weltfrieden kann man auch würzen. Gegrillter Tigerfisch kann man auch. Leckeres, scharfes, geschnitzeltes. Rezept bei Yeshu von Lokal Xenyu in Libero kaufen. Okay. Aber wir tun das erstmal hier. Würzen. Wunderschön würzen. Zubereiten. Und wahrscheinlich kommen wir jetzt. Wir können jetzt schon in den. Vielleicht entkannte der Vergänglichkeit. Und dafür hier. Weil ich habe ja Figuren. Und dafür vielleicht was zu essen zu geben. Ich habe hier einige Figuren aus Mondstadt und Inazuma. Und eine aus Liwer. Also man kann man echt viele, aber nicht zu viele solche Kameraden hinzufügen. Lass uns mal mit Sayu sprechen. Hallo. Ah, jetzt. Hier, probiere das. Und zwar hier mit Garnelen. Duftende gebratene Garnelen. Bitteschön.
If you eat enough of this, it makes you really sleepy. Oh, einfach niedlich. Also ich finde das cool. Lass uns mal hier zum Euler gehen. Also Jula, mein Lieblingsfigur, also mein Lieblingscharakter. Oh, it's you. What is it? Hier, probier das. Und zwar hier gegrillte Tigerfisch. Ja, ich weiß. Not that great. How about you try it? Sie ist zwar hier oft maximal, aber wahrscheinlich schmeckt sie richtig gut. Fischl! Ah, it is you. The wayfarer of a world beyond whose fate crosses mine own. Dost thou wish to present any tidings to the princessin before thee? Hier, probier das. Und zwar hier duftende Klebereisbällchen. Guten Appetit. To vanquish the beast of the world, one must first rise above mundane desires, thus weaving the path that leads to destiny. And yet, on this occasion, you appear to have eaten your fill, main Fräulein. Ah, okay. Okay, schön, hä? So. Welcome home. It's great to have you back. I heard that I should say these sorts of things whenever family returns home. Bitte probier das. Und zwar hier die duftendes, gestreiftes Dreierlei. The food you cook is indisputably delicious. I can't refuse it. Hab ich gerne gemacht. So, liebe Shogun Raiden, auch I genannt. Oh, it's you. Perhaps you have come just to see me. Bitte probier das. Aber sie ist wahrscheinlich, also sie ist auf maximal, aber sie kann trotzdem was kriegen. Und zwar mit duftender Weltfrieden. Ja. Hmm, delicious. I feel much better after that. Thank you. Bitte sehr. Und am Strand unten ist nämlich Sangonomiya Kokomi. Die möchte natürlich auch nicht dafür fehlen. Wir setzen und also als Lieferservice einsetzen und für die liebe Figuren hier was zu essen zu geben. Hey, Kokomi! Oh, you have returned. I've just wrapped up the administrative affairs for today. Perhaps we can afford a moment to relax together. Bitte probier das. Und zwar den duftender Manteltofu. Guten Appetit. I like to take my time and eat slowly. That way I can enjoy it for longer. So, das nächste sind die Figuren im Herrenhaus drin. Aber kann das möglich sein, dass Paimon auch vielleicht was zum Probieren kriegt? Na, diese nur meine Reisekameradin.
Also die alle meine Figuren draußen haben sie bekommen. Aber nur im Herrenhaus, also nur die Figuren im Herrenhaus haben sie noch nicht bekommen. Na dann, gehen wir rein. Mal schauen. Hey, Paimon. Traveler, you're here. Anything interesting you want to talk about today? Paimon kann, man kann Paimon auch nicht was zu essen geben. Schade. Morning. Are you going out for some tasty food today? Oh, Paimon's ready to go anytime. Ah, schade. Einfach nur schade. Aber Mona kann man hier was geben? Huh? Looking for me at this hour of the day? This falls outside of my predictions. Is something the matter? Bitte probier das. Und zwar hier die duftende Bambussuppe mit Fleischeinlage. Just to be clear, you're sure I don't have to pay for any of this? So, und dann noch Kamisato Ayaka. Hello. One moment, please. If I had known you'd pay me a visit, I would have spent more time getting ready. Bitte probier das. Und zwar nämlich die duftendes, scharfes Geschnetzeltes. Guten Appetit. It's a bit greasy for my taste. So, mal schauen jetzt. Okay. Okay, jetzt sind sie alle Figuren pappsatt. Gehen wir mal raus. Na gut, dann hoffentlich hat euch das daraus gefallen an meinem Koch-Let's Play. Schon eher gesagt. Und da sehen wir uns dann bald wieder hier im Genshin Impact Spezial. Hoffentlich hat euch das gefallen und wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut und ciao, ciao.